Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und Leute, ich nehme diese Folge gerade auf nach der Folge, die gestern online kam. Deswegen habe ich hier beim Team of the Year Event noch nicht weitergezockt und kann deswegen die 2,5 Millionen Münzen noch nicht abholen. Ich denke mal, morgen wird dann die Folge kommen, wo wir das endlich machen werden. Und dann, ja, höchstwahrscheinlich, ich mache es so, dass ich mir nochmal Alonso kaufe, den dann ins Team stelle, das Event spiele. Und dann die 25 Events da habe, die 2,5 Millionen Münzen abhole und mir dann Godin hole. Weil ich will Godin haben hinten drin. Godin, Team of the Year, den will ich mir holen anstatt Koulibaly. Das ist jetzt mein aktueller Plan. Heute gibt es auf jeden Fall das Scouting-Event, Leute. Scouting-Event, kann ich einen Pack ziehen? Werde ich auch machen. Ich habe 7 Punkte. Ich zock erstmal das Scouting-Event einmal vorher, dass wir da den Punkt nochmal bekommen. Und keine Sorge, die 100 Team of the Year Events werde ich noch zocken, also das Experiment quasi. Ich habe es ja schon mal gemacht mit 50 Mal. Und ja, ihr habt die Likes geknackt. Genau. Und ihr wolltet, dass ich das nochmal 100 Mal spiele. Und 100... Oh nein! Noch geschafft. 100 Mal gibt es diese Woche auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht wann, nicht vielleicht Mittwochnachmittag, vielleicht Donnerstagnachmittag irgendwann. Irgendwann wird es kommen, Leute. Irgendwann diese Woche, unter der Woche und natürlich Sonntag. Ich weiß noch nicht, bei wie vielen Likes wir stehen bei der gestrigen Folge. Da hatte ich euch gefragt, ob wir das Team of the Year Bundle kaufen sollen. Da mit einem garantierten Meister, Totti-Spieler, einen nominierten, ganzen Punkte und so weiter und so fort. Wird es dann geben, Leute, bei 1500 Likes. Ich weiß nicht, weil ich ja gerade hier im Voraus aufnehme, weiß ich nicht, bei wie vielen Likes wir stehen, ob ihr es geschafft habt, ob wir es nicht geschafft haben. Fakt ist, diese Folge wird es dann Sonntag geben. Sonntag und jetzt heißt es, Leute, im Stream würde ich sagen, Hashtag Packluck schreiben. Aber ich streame ja nicht, das ist eine ganz normale FIFA Mobile Videofolge. Es gibt ein Scouting Pack. Ich hoffe, Werner wäre geil. Asensio wäre noch geiler, glaube ich. Asensio, ja. Und wir ziehen. Palmer. Bäh, ätzend. Ätzend, nicht geil. Nicht geil, überhaupt nicht geil, aber egal. Egal, egal, egal. Und in der gestrigen Folge haben wir nicht ein Versus-Angriffsspielchen gemacht, ne? Das werden wir heute auf jeden Fall nachholen. Wir werden heute ein paar Spielchen machen. Team der Woche, Trainings-Event muss ich noch spielen jetzt hier, dass wir die Punkte wieder bekommen. Wie viel habe ich denn aktuell? 1000 wieder. Ich habe schon wieder 1000, Leute. Das geht ratzfatz hier, ne? Das geht ratzfatz. Das ist ein Pokémon, ich weiß. 4000 Werner. Wie viel kostet der? 2100. Also an Skywalkers Stelle würde ich mir Werner holen. Der hat ja gesagt, der fängt vielleicht mit FIFA Mobile an. Jetzt fangen jetzt alle mit FIFA Mobile an, Leute. Alle fangen FIFA Mobile wegen mir an, Leute. Es ist einfach so ein Suchtfaktor hier, dieses Spiel. Das macht so Laune. Habe ich ja gestern schon gesagt. Aber es ist einfach so, Leute. Das ist einfach so, la 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 la. Lewandowski ist so geil. Einige von euch haben auch Lewandowski, habt ihr unten in die Kommentare geschrieben. Leute, ohne Witz, ne, der ist so stark. Werden wir ja hoffentlich gleich bei Versus Angriff sehen, weil heute gibt es ein paar Versus Angriff Spielchen, die wir einfach mal durchballern werden. Versus Angriff. Wir brauchen da auch noch mal ein paar Siege. Für das Turnier-Event wieder am Wochenende. Da gibt es wieder Samstagabend einen Livestream, Leute, ab 17 Uhr. Diese Woche schon etwas früher, weil halt Hertha spielt am Wochenende. Hertha 18:30 gegen Bremen. Und deswegen gibt es diesen Samstag etwas früher den FIFA Mobile Livestream ab 17 Uhr. Vielleicht werde ich nochmal ganz spontan dann nach Hertha gegen Bremen oder Bremen gegen Hertha, ist ja in Bremen, spontan nochmal einen Stream anwerfen, dass es Samstag zwei Streams gibt. Ich weiß es nicht genau, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. So, hier ist nichts Neues, bla 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 blub. Kampagnen, ne, ich muss aber noch tägliches Aufwärmen, glaube ich, spielen. Habe ich noch gar nicht gemacht, glaube ich, oder? Und wie viele Punkte haben wir da eigentlich? Und wieso können wir hier aktuell nur Skillboost-Karten abholen? Das lohnt sich überhaupt nicht, als ob ich jetzt hier meine 8 Punkte, die ich aufgespart habe, für 8 Skillboost-Karten einsetze. Nö, ich wollte Erfahrungspunkte dafür haben. Erfahrungspunkte, ey. Jetzt macht mal wieder die täglichen täglichen Aufwärmen Belohnungen dahin. So, sonst gab es immer 3. Und Leute, wir starten hier, als ob. Der hat einen 132er Team.
Oh mein Gott. Hier, Nygator. Das will ich sehen. Oh mein Gott. Alter. Alter. Michael Owen 116, Stepanenko 116, Ellie 116, Shaqiri 116, Depay 116. Oh. Alter Falter, was geht denn mit ihm ab? Heftig, Mann. Das sehe ich ja jetzt erst hier so richtig. Ich fasse es nicht. Kommen wir da irgendwann dieses Jahr noch hin? Ich denke nicht. Es wäre schon geil, wenn wir irgendwann dieses Jahr noch die 100 packen. Aber ich denke mal, die 100 sind auf jeden Fall drin. Schätze ich. Ist nur meine Vermutung, ob es so sein wird am Ende der FIFA Mobile Session, Season, wie auch immer. Werden wir dann sehen. Er hat Januzaj, er hat Okocha, Buffon, 93 gegen 93, Duell auf Augenhöhe. Ist natürlich nice. So, Lever. Hau mal rauf. Das Schüsschen hier. Schüsschen. Schüsschen, Schüsschen, Schüsschen. Oh, Freistoß, James Rodriguez. Nicht mehr Platten hat, tretet unter. Freistöße. Das ist wahrscheinlich ein Fehler, weil Platten hat ist ein Freistoßgott. Tolle Chance, komm, müssen wir nutzen. Er hat schon wieder zwei Tore gemacht hier. Lewandowski, natürlich. Lever macht den. Lewandowski hier. Die flanken wir mal rein hier auf Lewandowski. Nimm das Ding an. Oh, kann er nicht reingehen. Das wäre wichtig gewesen. Das wäre wichtig gewesen, genauso wie dieser Kopfball von Marquinhos. 2-2. Komm, Lever. Lever mit dem Okocha. Lever mit dem Abschluss an die Latte. Ja, schön. Nein. Grätsche war aber traumhaft vom Beißer. Schön. James. Nein. Nein. Den spiele ich rüber, den spiele ich rüber. Den mache ich sicher, den mache ich sicher, den mache ich sicher. 3-3. Durchatmen, Leute. Durchatmen. Ich will gewinnen. Aber so nicht. So nicht in die Mitte. Nein, der muss ankommen. Suarez, Mann, Jung. Okay, wenn wir das jetzt nicht machen, haben wir verloren, ja. Suarez, Lewandowski, Buffon hat ihn, 3-5. Das war's, GG hier an den ersten Gegner. Verdient gewonnen. Wenn ich die Chance nicht nutze, ich mache nur 3 Tore, das ist schon wieder viel, viel, viel zu wenig, Leute. Das war auch ein Einspielspiel. Ja, wir müssen uns einspielen, jetzt das zweite gewinnen wir. Das dritte gewinnen wir auch. Also ich werde jetzt auf jeden Fall noch 2 Spiele machen. Auf geht's, rein ins nächste, Leute. Und wir brauchen natürlich ein bisschen Zielwasser. Vielleicht ist das auch schuld, Leute. Ein bisschen Zielwasser hier. Jetzt muss es klappen. Jetzt muss es klappen. Unser Team. Gegner hat auch eine 93er mit Kluivert sogar. Koulibaly, Team of the Year. Können wir mal schauen, wie Koulibaly so abgeht, ne? Ob er uns hindert an Toren. Oder ob er uns easy vorbeilässt. Ja, ja. Oh, ich will irgendwann mal so ein Tor machen, ey. Vom Anstoß. Das wäre so geil. Schön. 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 1-0. Und runter. Und Lever. Lever mit dem Lupfer. Und der geht natürlich rein. 2-0. Und jetzt müssen wir bloß so weitermachen. Wir müssen so weitermachen. Die Tore einfach. Bam. Ja, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ist klar, 2-2. Ja, 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 ja. Ja, ich hab den Ball. Oh. James. James. Und Buffon ist dran. Das gibt's nicht. Der Gegner führt, Mann. Wir haben 2-0 geführt. Das gibt's doch nicht. Pure Emotion hier, Leute. Pure Emotionen. Lewandowski, jawohl. 3-3. Da fehlt immer nur so ein ganz kleines Stück für die Siege hier bei uns. Lever 4-4, wichtig, ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir eine gute Chance, die spiele ich rüber. Und dann muss es wieder das 5-5 sein. Ist es auch. 15 Sekunden noch circa hier auf der Uhr. Kluivert trifft, ist vollkommen klar. Und Buffon hat ihn, ist klar. Ein Kluivert 86er macht ein Tor gegen unseren Buffon. Ja, komm, ey, es gibt's doch nicht. Wir verlieren wieder. Ja, Inzaghi 5-7, ey. Mann, ey. Ohne Witz. Jetzt schreiben garantiert wieder viele: Ah, oh, bist du schlecht. Blech.
Play. Garantiert, Leute, ich sehe es wieder. Aber, Leute, durch Niederlagen lernt man. Durch Niederlagen wird man stärker. Wir sind ja auch in Legende. Komm, mit Legende 3, wo wir jetzt aktuell sind. Mit 93 ist in Ordnung. Hat Messi und Serge Gnabry vorne drin. Und sein Teamname, Girls Czech Republic. Okay. Komm, jetzt muss ich aber gewinnen. Ich will wenigstens ein Spiel hier in der heutigen Folge gewinnen. Wenn nicht, dann ist es schon leicht peinlich, muss ich sagen. Ja, komm, beim Abschluss genau, oder was? Gegner, der will mich verarschen hier. Nein! Boah! Ey, ich raste aus! Geh rein! Ja, das war ein schönes Tor. Leute, pure Emotionen hier. FIFA Mobile ist einfach so schlimm. Wenn man solche ganz einfachen Tore nicht macht, dann könnte man ausrasten, ey. Bin ja hier schon halb ausgerastet. Mach ihn aber. Ja, 3-2. Ronaldo macht es auch noch hier, oder was? Er hat Ronaldo und Messi, ist vollkommen klar. Was ist das jetzt? Abseits oder was? Oh ja. Lever steht im Abseits. Schön. Mach ihn. Ja. 4-2. Komm, Lever. Lever. Nein, er verliert die Kugel. 15 Sekunden. Gib mir noch eine gute Chance hier. Freistoß ist nice. James, mach ihn. James, 5-2. Der FIFA Mobile Gott erhört uns hier. Wir müssen gewinnen, Mann. Ich kann nicht alle Spiele verlieren. 6-3 und das war's. Ich lege jetzt hier. Komm, egal. Ich mache nochmal einen Longshot mit Suarez. 6-3. Wenigstens das letzte Spiel nochmal gewonnen, Leute. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass wir das Spiel hier nochmal gewinnen. Ansonsten 3 Niederlagen. Das hätte ich nicht auf mich sitzen lassen können, Leute. Das war's auf jeden Fall von der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und grüße Gott geben.